wieder Markus von der MGNV. Wir spielen heute wieder Wurmtoller 2 und letzte Folge haben wir Noria eingenommen und Coria, das ist glaube ich war's. Haben die Boyki vernichtet. Ich glaube das war schon vorletztes Mal, haben Krieg mit Germanische Konföderation. Ja. Die Spione, die gehen hier nach Tullifodum und gucken wir mal dann. Der ist an Kasurgis schon. Und die werden dann wahrscheinlich nach Istros gehen oder so. Und die zwei hier, der würde hier nach Tullifodum und der hier nach Flevum. Ja, es ist 2015, der 1. Januar, das ist wirklich schnell rumgegangen, das Jahr, naja, was soll man machen. Jetzt die Öffentlichkeit durch Verarmung, Alter, bitte. Oh, Mann, Mann, Mann. Wird immer noch nicht besser hier. Eine Scheiße. Sieht noch okay aus. Noch. Hier sieht's okay aus. Geral, was meinen die, Alter? Ja, wir haben noch die Quiddy ausgeschalten, genau. Es sind 40 Jahre vor Christus, das ist unglaublich. Yeah, und ich bin ein großes Leben. Schau, was passiert. Wahrscheinlich müssen wir entscheiden, was für einen Glauben wir nehmen. Ich erwarte eure Befehle. Das wird es wahrscheinlich sein. Wir hungern nach einer Schlacht. Gebäude Verarmung, das ist richtig geil. Und hier auch. Extensus minus 100 auf Diplomatie mit allen Fraktionen. Das ist schon bei letzter Stufe, das ist schon hart. Plus 30 Korruption in euren Provinzen, das ist auch voll viel. 48% Auftritt politischer Vorkommnisse. 192% politische Aktionskosten. 50% Strafe auf welche Ordnung durch lokale Anwesenheit von der Kulturen, alle Provinzen. Da müssen wir irgendwie alle vernichten. Jetzt plus 10 Macht pro Runde auf eure politische Partei. Ja. Super. Nächstes, ja. Habe ich ja schon gesagt. Ja. Das ist nicht so geil, ne? Alter. Ist nicht so geil. Nee, auf jeden Fall nicht. Dann wenden wir mal die Runde. Oh. Lego 2 Germania oder was? Ja. Lego 3 Germania. Oh nein, egal. Egal. Ja, minus 4% Unhalt für alle Einheiten, plus 8 Mauer für alle Einheiten, das ist gut. Das ist gut. Gut. Mehr gibt es nicht. Da gibt es auch nichts. Nö. Monumenten. Thank you.
Ja. Zack. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt so viel. Ein Zeichen. Öffentliche Ordnung. Also genau so eine Musikordnung. Gammeln da einfach und versuchen das hier da irgendwie positiv umzuwandeln, aber da geht's auch nicht, ja. Ohne Witz schon. Mein Verstand. Männer. Wir sind langsam kapiert. Wir haben noch Gegner mit den Bastanen. Istros ist leer. Ich erwarte eure Befehle. So. Herr Wiska. Willkommen! Sprech! Mach schon! Ich pisse auf euer Angebot und auf eure als Sklaven geborenen Vorfahren! Ja, dann nicht, ne? Dann laufe ich euch durch eure Länder rein und Pech gehabt, ne? Ist mir jetzt Wayne, ne? Ich erwarte weitere Befehle. Vorlum sind Männer, okay. Bereit zum Kampf! Zu euren Dienst! Kommandant, wie lautet euer nächster Befehl? Kann locker mit der WD da vernichten. Aria. Aria. Arisch sind sie. Habt ihr gewusst, dass eigentlich die Aria, was der sogenannte Herr Hitler, das ist eigentlich gar nicht stimmt mit den,
nördlichen... nördliche Rasse-Area. Das eigentlich gar nicht stimmt. Oder das... weil die Aria sind in Indien. So nennen sie sich selber. Die Aria. Die sind eigentlich, schwarz. Also die Indier halt, ne? Oder Indier waren das? Ich glaube, das waren Inder. Das war, glaube ich, so ein kleines Völkchen. Ja, das... nur sagen, ne? Der hat halt anders interpretiert. Ja, interpretiert. Interpretiert. Jetzt kann ich kein Deutsch mehr wieder. Interpretiert. Interpretiert, genau. Oder so. Ich weiß es nicht mehr. Blut und Ehre haben. Ja, also. Ist so. Seid ihr gewillt, einen Angriff auszuführen? Mein... sie ist halt ein Spaß... ja. Wichser. Makomades Rebellion. Irgendwie öffne ich auch noch jemanden? Nein. Bereit zum Kampf! Ich erwarte eure Befehle! Für Tod und Ehre! Passt ja, besorgt Bevölkerung. Ja, besorgt Bevölkerung, ja. Armenien, Alter, was wollen die? Was wollen da die, was wollen da die? Ich glaube, ich wäre dafür, dass wir die Kampagne hier ganz schnell, so schnell wie möglich beenden, weil irgendwann haben wir so viele Unruhen in unseren Provinzen. Glaubens Stage. Okay. Machen wir das. Jolle. Ich erwarte eure Befehle. Sie werden niederkauern vor der Macht. Der Weg ist versperrt. Ja, es ist voll. Die Siedlung wird belagert. So. Kommandant. Finde ich schön. Ich erwarte eure Befehle. Wie lautet euer nächster Befehl? Beeilt euch, Männer! Mein Volk hört euch zu. Mein Volk hört euch zu. Götter des Jenseits.
Gefechtsunterstützung für Breuki? Ich bin doch mit denen im Krieg. Mich verarschen. Karamaten. Jetzt schwirrt meine Katze hier rum. Krieg halt, ne? Ist halt nicht so geil. Also eigentlich hätten sie jetzt wirklich da auch was bauen können, dahin was bauen eigentlich, ne? Oder hier auch was hin. Also weiter. Ist gut, ja, ist gut. Attila wahrscheinlich irgendwie. Ist wahrscheinlich höher ausgebaut. Und ich hoffe, dass Attila, das werde ich mir auch holen, dass die öffentliche Ordnung ein bisschen leichter zu verwalten ist, finde ich, weil die ist schon ziemlich schwer. Also, dass du wirklich minus 100 beim letzten kriegst, weil Expansionspolitik, das ist schon eine harte Nuss, ne? Du kannst die halt irgendwie alle nicht aufhalten, ihre Rebellion und so, ne? Du musst halt dann immer alle zerschlagen. Aber das ist halt nicht so. Naja. Ist halt nicht so geil, ne? Erwarte weitere Befehle. Stellt Wachen auf. Bereit zum Kampf. Wir hatten da ein Typchen. Römern gut gedient. So, ja. Ja. Wir hungern nach einer Schlacht. Die werden halt dann irgendwann nach Kasuga weiterziehen, ne? Mein, wie ihr befehlt. Ich könnte noch mehr tun. General. Wie kann ich euch schnell und lautlos? Der mir nach Flevum wird wahrscheinlich nach Alabu ziehen. Ne? Und die Armee wird dann wahrscheinlich nach Lupferdom ziehen. Und die Armee nach Podorgis ziehen. Die haben wir da, die haben wir da, aber schon. Ne, dann haben sie eigentlich nur noch Bells und dann haben sie eigentlich schon verkackt. Nicht Celtic haben sie auch noch, Gallic haben sie auch noch. Wollen ja eh keinen Frieden, die Wichser. Wollen eh keinen Frieden. Wäre nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich wieder meine Zeit vergessen umzustellen. Ist mal wieder richtig geil. Ist wieder richtig geil. Obwohl ich vorher gesagt habe, mach Uhr. Aber nö. Wollte nicht, ne? So, la 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 la. La 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 la. Ihr könnt immer noch Angriffsziele vorschlagen, ob ich jetzt Syrakus angreifen, oh.
Ich warte einfach, bis die einfach mal alle tot sind. Ne? Dann wird es schon. Gebäude Fahmo, ey. Schau. Schwierigkeitsstufe. Achso. Naja, genau. Ist auf normal. Also schwer oder Legend. Sehr, sehr, sehr schwer. Also, der Kampf jetzt so ist jetzt nicht, die haben einfach keine Truppen, Alter. Die Knossos, ey. Was ist das, ey? Irgendwann werde ich auch vernichten. Sobald möglich. Ja, na, na, na. Okay, Tyros ist wieder auf 0. Noch 2 plus. Ist auf 3 plus. Krasser Sheet. Das ist Gaius Caesar. Yeah. Gaius Caesar. Plus 26, Alter, das ist richtig gut. Kann man das irgendwie aufteilen? Ne? Schade. Hier ist immer gut aus der Celtica, das ist nicht sogar minus 1. Reiten Noricum, naja. Ja, was soll man sagen, ne? Was kann man dagegen sagen? Ihr Hunger nach einer Schlacht! Boah. Millionen von Geld. Das ist einfach unglaublich. Wer ist das jetzt? Kommen sie wieder her, ja. Das ist halt das Schwierige. Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und hungern nach euren Frauen. Vielleicht könnt... Wenn ihr zuschlagt, wird euer Angriff unerwartet kommen und umso stärker sein. Könnt ihr nicht marschieren? Ich höre und ehre euer... Mark Ostländer. Niemand wird meine Anwesenheit bemerken. Das kannst du eigentlich. Zu euren Diensten. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen. Mit Hilfe. Die Siedlung wird belagert. Sieg für Rom! Ja.
Und... Nee, das brauchen wir nicht. Das... Brauchen wir nicht spielen, das ist klar. Der hätte ja mehr verloren wie... Oder was ist die? Ich glaube, es war die, ja. Zu euren Diensten. Ich erwarte eure Befehle. Ich will stündliche Wachgänge. Ach du Scheiße. Zu euren Kommandant. Ich erwarte eure Befehle. Kann ich euch behilflich sein? Kann ich euch behilflich sein? Schnell und lautlos. Ein Schatten unter Schatten. Okay, kann dann ich ein euch bisschen mehr. Sein? So, dann machen wir noch eine Runde und dann beenden wir mal die Folge. Jahre noch. Geht, jetzt verteilen sie sich. Jetzt mal ins Krieg haben. Ah, Pastanen sind auch noch da. Wenn sie aber überall was machen. Was ist das? Eure Weisheit ist bekannt und selbst... und fähig. Oh mein Gott, ist ein Tod.
Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. Wie kann ich euch... Oh, jetzt kriege ich eine Nachricht an mein Handy. Oh mein Gott. Bereit zum Kampf! Bewegt euch hier, hallo! Mein Können steht euch zur Verfügung. Kommandant, ich erwarte eure Befehle. Zu euren Diensten. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. Rückt vor. Dass sie da mit ihren zwei Armeen vielleicht da vielleicht angreifen. Das ist nicht so geil. Mach die Bastarde, die machen gar nichts, oder? Im Krieg. Machen ja gar nichts. Oder? Okay, die haben mehr Krieg. Okay, die haben mehrere Kriege, die haben gegen hier ein bisschen Krieg. Skittienkrieg. Gegen Garamanten. Sklaven hat jeder Krieg, ja. Oh leck. Na, mit jedem bin ich feindlich, ey. Die Zähne sind stark groß. Ja, ganz England eingenommen aus hat, dass sie da, das Kleine da. Was ist da los, ey? Ne, Karthago? No. War das nicht mal neu Karthago? So. Dann würde ich sagen, wir beenden heute. Heute, ich glaube, es wird halt nichts mehr hier. Nee. Bleiben wir erstmal hier und zeigen vielleicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns nicht mal zu einer weiteren Folge von World War 2, Battlefield, Minecraft, Planet Zeit oder auch irgendwas anderes. Ich sage dann noch ein schönes Jahr 2015. Wir sehen uns ja dann noch mehrmals. Hoffe ich zumindest. Und ich sage dann bis dann und ciao.